Hi zusammen, mal wieder ein Expertisenvideo über den Driver, euer Lieblingsthema mit meinem Experten Robin Horvath neben mir. Schön, dass du wieder da bist. Danke, dass ich da sein darf. Ja, dass wir ein schönes weiteres Video zusammen machen dürfen und vor allem mit einem Thema, was ja total viele von euch brennend interessiert, natürlich die Herren, wie sie weiterschlagen, wobei das jetzt mittlerweile auch für die Damen ein Thema sein könnte und vor allem, was man dafür machen kann zu Hause, im Fitnessstudio oder auch einfach mal so ein paar Drills für die Range. Jetzt haben wir vorher so ein bisschen gequatscht, Robin, und den Unterschied zwischen Frauen und Männern. Und ich habe gesagt, Männer wollen immer weiterschlagen, Frauen wollen eigentlich nur gerade schlagen. Kannst du das so unterschreiben? Kann ich unterschreiben, aber viele wünschen sich auch mehr Schlagweite, unterbewusst. Ja. Das ist so ein bisschen Tiefstapel. Ja. Hauptsache gerade. Hauptsache gerade, aber eigentlich will doch jeder weiterschlagen. Das ist also, ja schon ganz schön. Wenn man irgendwie ganz einfach mehr Schlagweite kriegt, warum sollte man sie nicht nehmen? Genau. So, und jetzt decken wir mal so ein bisschen auf. Jetzt nehmen wir mal die Herren der Schöpfung. woran glaubst du, könnten jetzt die Herren, bevor es mal an die Kraft geht oder an die Technik, arbeiten? Ja. Also prinzipiell mal vorneweg ist es so im Kräfteverhältnis, 20-30% der Schlägerkopfgeschwindigkeit kommt aus dem Bein, der Rest, also 70-80% kommt aus dem Oberkörper. Das sind schon mal gute Nachrichten. Natürlich sind beide Potenziale wichtig. Der Mann oder der Durchschnittsgolfer an sich, da haben wir eigentlich kein Kraftthema letztendlich, sondern da hat man eigentlich primär ein Beweglichkeitsthema, vor allem im Oberkörper. Und wenn wir jetzt an diese 70-80% der Kraft im Oberkörper denken, ja, dann kann die Kraft aber nur genutzt werden, wenn wir wirklich in diese Position reinkommen. Meine Lieblingsübung. Ja. Aber das ist gleichzeitig vielleicht nicht mit dem Driver üben, sondern mit einem Eisen, mit einem kürzeren Schläger. Das kriegen die meisten aber nicht hin. Erstmal mit dem Driver. Ich habe jetzt hier einen Long Driver. Ja. Und dann kann man immer, das kann man täglich machen, immer. Da macht jeder Zentimeter was aus. Das spürst du selber, wenn man ein bisschen enger greift, dann wird es schon angespannter. Ja? Ja, vor allem, es geht dann auch in die Unterarme. Aber das habt ihr ja letztes Mal bei den Aufwärmübungen schon gesehen, die ich zusammen mit Christoph Bause gemacht habe. Habe ich das ja auch gesagt, dass das eine ganz gute Übung ist, so die Schulterblätter auch zu erwärmen, aktives Dehnen quasi. Aber das ist dann quasi auch für die meisten eine gute Übung, ein bisschen lockerer zu werden, beziehungsweise für den Golfer tatsächlich, weil jeder hat eigentlich genug Kraft, in dem Fall fürs Golf, aber es ist viel zu viel Spannung im Oberkörper. Man kann gar nicht die Power abgeben, es bleibt im Körper und da fehlt einfach die Grundbeweglichkeit im Oberkörper. Und man ist da meistens so ein bisschen im Fitnessdschungel auch irgendwo unterwegs. Es gibt so viele geile Übungen und natürlich will man dreimal, viermal die Woche ins Fitnessstudio gehen, das machen. Aber wenn ich eine Priorität setzen würde für den Durchschnittsgolfer, dehnt euren Oberkörper, dehnt eure Wirbelsäule und dann wird einiges mehr gehen. Okay, das ist schon mal cool. Das ist also auch so im Türrahmen einspannen, ja, alles. Die ganzen Sachen. Also Yoga zum Beispiel ist ja dann auch. Oder auch Yoga, gut. Ja. Mhm, okay, sehr gut. Also Jungs, geht mal ein bisschen so in die Spuren der Damen, dehnen, Yoga, einfach mal ein bisschen erweitern. Okay, gut, das ist jetzt quasi für die Jungs. Für die Mädels haben wir gesagt, die bräuchten eigentlich was anderes. Eigentlich das Gegenteil. Ja, also die meisten sind sehr, sehr gut beweglich. Ja, die meisten machen ja schon sowas wie Yoga oder so. Ja. Und da ist tatsächlich so, auch wenn wir jetzt mal auf das Verhältnis kommen zwischen Ober- und Unterkörper, die meisten bräuchten einfach im Oberkörper mehr Kraft. Ja? Natürlich macht es Spaß, Po und Beine zu trainieren und ist natürlich auch wichtig und ist meist halt der Fokus, ja, im Training. Aber wir brauchen tatsächlich Armmuskulatur, Unterarmmuskulatur, Oberkörper vorne, Oberkörper hinten, Rückenmuskulatur. Ganz, ganz entscheidend, um den Schläger schnell zu schwingen und auch den Schläger kontrollieren zu können im Schwung. Ja, weil letztendlich ist der Driver auch der längste Schläger. Ja, und es sind ja auch Hebelkräfte, die wirken. Und wenn du da nicht entsprechend Muskulatur dagegen hältst, dann macht der Schläger mit dir, was du... Ich wollte gerade sagen, dann schwingt dich der Schläger. Und nicht richtig, du. Ja. Und du kannst ihm nicht aktiv eine mitgeben, aber das ist ja eigentlich das Ziel. Ja. Und da auch von der Priorität. Ich bin immer ein großer Freund von Priorität. Ja, weil wir heutzutage in der Zeit, man will ja irgendwie alles machen. Weil das machen, das machen, das machen. Und am Ende vom Tag macht man doch gar nichts, weil man überall irgendwo ein bisschen drin ist. Priorität für, aus meiner Erfahrung nach ganz klar bei Frauen, Oberkörperkraft steigern und bei Männern Oberkörperbeweglichkeit steigern. Beweglichkeit, super. Man kann danach alle anderen Themen trotzdem
Stück für Stück einbauen. Aber das muss erstmal erledigt sein. Ja. Also da würde ich, dadurch, dass ich mich ja so ein bisschen auch mit der ganzen Fitnessnummer auskenne, ich sage dann auch bei den Damen einfach mal anfangen mit den Liegestützen. Genau. Auch erstmal in der Schräglage, an Bänken und so weiter. Da mal einfach mit dem eigenen Körpergewicht zu arbeiten. Und dann dürft ihr natürlich auch im Winter mal ans Eisen. Ja, also mal so ein bisschen die Hanteln oder die Langhanteln. Oder ich trainiere auch viel mit den X-Gos. Da habe ich auch schon ein Video mal davon gemacht, um da einfach auch diese Schultermuskulatur zu stärken. Also das kann ich nur unterschreiben. Ich meine, man sieht es mir auch tatsächlich an, dass man da auch viel machen kann. Und es bringt einfach auch was fürs Golf, auch für Frauen. Und Muskeln sind ja auch ganz hübsch anzuschauen eigentlich. Ja? Besser wichtig, als wenn sie nicht da sind. Das ist richtig, ja. Genau. Also das ist jetzt mal schon noch ein super Tipp für euch. Die Mädels dürfen ran an die Kandaren. Die Jungs sollen sich mal ein bisschen locker machen. Dann klappt es auch mit den Drives mehr. Falls ihr mal Bock habt, einfach mal mit eurem Driver mal eine Stunde zu nehmen, geht mal zum Robin. Der Robin hat sich darauf spezialisiert. Der macht nichts anderes als Golf, als Driver mit euch zu machen. Ich finde das ganz toll, was er macht. Und ich unterstütze ihn dann natürlich auch. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Und falls ihr Fragen habt, natürlich an mich. Die gehen natürlich dann auch an den Robin. Haut's her damit, wir beantworten alles. Jetzt wünschen wir euch viel Spaß vor allem am Training und für den Rest des Jahres. Und genau, wir freuen uns, von euch zu hören. Bis bald. Bis dann. Ciao.